Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Klaus Wolfram. Seit 1991 bin ich in der Erwachsenenbildung tätig. Nahezu 20 Jahre setze ich inzwischen dazu auch Webinare ein. Seit Corona ist die Anwendung von Webinaren sprunghaft angestiegen. In diesem Video habe ich einige Grundlagen für neue Webinartrainer zusammengefasst. Auf dem Markt ist ganz unterschiedliche Webinar-Software. Die wesentlichen Unterschiede der Software bestehen zum einen im Preismodell, also im Preis an sich, im Funktionsumfang, in der Einfachheit bzw. auch Komplexheit der Bedienung und in der maximalen Anzahl der Teilnehmer, die sich in einem Webinarraum befinden können. Oft werde ich gefragt, welche Software denn eigentlich die richtige ist. Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich ist die Empfehlung, die Software zu benutzen, mit der man sich am besten wohlfühlt und die natürlich ins Budget passt. Also eine Software, die übersichtlich gestaltet ist, die aus eigenem Ermessen einfach zu bedienen ist, die stabil läuft ohne Abstürze, aber alle Funktionen, die benötigt werden, eben erfüllt. Auf diesem Slide sehen wir nun die Grundfunktionen von Webinar-Software, die im Prinzip von jeder Software oder nahezu jeder Software erfüllt werden. Das ist zum einen eine Terminverwaltung. Hier kann ich beispielsweise Serientermine für mehrteilige Webinare anlegen. Der zweite Punkt, Aufzeichnungen. Man hat die Möglichkeit, Webinare aufzuzeichnen und später als Video zur Verfügung zu stellen. Eine Chatbox zur Kommunikation mit den Teilnehmern während der Veranstaltung. Die Darstellung von Bildern, Grafiken, PDF-Dateien, Office-Dateien im Webinarraum, das ist natürlich eine Grundfunktion, die jede Software erfüllen muss. Die Möglichkeit für Umfragen und Quiz. Die Möglichkeit für Teilnehmer Handzeichen zu geben, das heißt also, sie melden sich zu Wort. Die Möglichkeit, Co-Moderatoren mit in den Webinarraum zu holen und somit beispielsweise zu zweit oder auch mit mehreren Personen ein Webinar zu moderieren. Des Weiteren die Möglichkeit, einen Bildschirm zu teilen und so halt Demos zu machen und ein Whiteboard, auf dem Teilnehmer und auch Trainer schreiben können. Also quasi wie an einer Tafel in einem Klassenzimmer. Nahezu jeder Hersteller bietet Webinare, Anleitungen und Handbücher für seine Software an. In dieser Abbildung sehen wir die aufgeräumte Oberfläche des Open Source Messenger Jitsi. In dem folgenden Kapitel gebe ich euch ein paar einfache und grundlegende Tipps, wie man die Qualität eines Webinars verbessern kann. Gebt euren Teilnehmern die Möglichkeit zur Vorbereitung und nutzt dazu beispielsweise Videos, Quizfragen, Testfragen, spezielle Aufgaben etc. etc. Dies sorgt auf jeden Fall am Anfang für ein einheitliches Einstiegsniveau zu Beginn des Webinars. Stellt den Teilnehmern nach dem Webinar ein Nachschlagewerk bzw. ein Handout zur Verfügung. Dazu können im Prinzip alle Dateiformate genutzt werden. Ebenfalls kann das Webinar aufgezeichnet werden und später zum Beispiel als Link an die Teilnehmer gesendet werden. Übe dein Webinar zunächst mal in einem Kreis mit vertrauten Personen. Mach dich bei dieser Gelegenheit mit der Technik vertraut und lass dir von deinem Bekanntenkreis ein Feedback geben. Plane ausreichend Zeit für dein Webinar ein. Für die Kommunikation mit den Teilnehmern, für die Technik an sich, für den Lernstoff und auch für Fragen der Teilnehmer. Erstelle dir einen Trainerordner, der dich ähnlich wie ein Drehbuch durch das Webinar leitet. Gehe 15 Minuten vor Beginn des Webinars online und nimm dir etwas Zeit für einen kleinen Smalltalk mit den Teilnehmern. Das kann eine persönliche Begrüßung sein oder eben auch die Frage, von wo aus sich die Teilnehmer zugeschaltet haben. Sorge ganz einfach für eine angenehme Stimmung im Seminarraum, bevor das eigentliche Webinar beginnt. Stelle dich mit eingeschalteter Webcam vor. Das macht die Vorstellung persönlicher. Sorge dafür, dass bei eingeschalteter Webcam der Hintergrund die Teilnehmer nicht vom eigentlichen Thema ablenkt. Oder schalte ganz einfach den Hintergrund über den Blur-Effekt unscharf. Sorge dafür, dass die Webcam sich ungefähr auf Augenhöhe befindet.
filme nicht von oben oder von unten, ansonsten siehst du aus wie ein Riese oder ein Zwerg. Stelle deinen Laptop gegebenenfalls etwas höher auf Bücher. Schalte nach der Begrüßung der Teilnehmer deren Kameras und Mikrofone aus. Dadurch reduzierst du jede Menge Störungen. Beantworte die Fragen deiner Teilnehmer erst am Ende der Veranstaltung. Dadurch vermeidest du Dauerunterbrechungen und dein Zeitplan wird eingehalten. Gestalte deine Folien übersichtlich und aufgeräumt. Überlade die Folien nicht mit Details. Nutze einen Quiz, um Aktivität in das Webinar zu bringen. Du kannst auch so den Wissensstand deiner Teilnehmer abfragen. Sollte deine Software keine Quizfunktion enthalten, kannst du auch auf ein externes Quiz zugreifen. Als Webinarleiter kannst du deine Teilnehmer leider nicht sehen, wie in einem Klassenzimmer. Aus diesem Grund solltest du deine Teilnehmer auch zwischendrin immer wieder neu aktivieren. Spreche deine Teilnehmer namentlich an beispielsweise. Nutze Live-Demos. Nutze zusätzliche Kameras, die du zum Beispiel in ein System hältst, um die Demontage zu zeigen. Nutze Screencasts, um deinen Bildschirm freizugeben und deren Inhalte zu zeigen. Oder nutze die Chatbox zur Kommunikation mit deiner Gruppe. Ein zweiter Co-Moderator ist oftmals eine gute Idee. Dieser kann beispielsweise die Chatbox im Auge behalten und Fragen der Teilnehmer beantworten oder eben auch als Spezialist einen Teil des Webinars übernehmen. Sicherlich gibt es noch viel mehr Tipps und Tricks für Webinarleiter. Aber ich denke mal, für den Anfang bist du mit den ersten Tipps und Tricks ganz gut ausgerüstet. Solltest du Fragen oder Anregungen zu diesem Video haben, dann schreibe diese ganz einfach in die Kommentare.